Torben, ein paar Tage sind nun vergangen seit unserem DFB-Pokalspiel gegen den Hamburger SV. Wir haben gekämpft, 3 Tore geschossen, haben den Zweitligisten bis in die Verlängerung gezwungen, sind am Ende dennoch leider ausgeschieden. Wie ist die Gefühlswelt bei dir nach dem Spiel? Ja, die Niederlage sitzt immer noch tief, weil wir, glaube ich, ein echt geiles Spiel abgeliefert haben. Hatte alles gehabt. Also von zwischenzeitlicher Enttäuschung zu Freude, die rausragt. Also wirklich, also es hat alles gehabt. Letztendlich ist das immer noch eine K.O.-Phase. Mit einer Niederlage sind wir ausgeschieden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auf der Leistung für die nächsten Spiele auch aufbauen können. Du hast von Anfang an gespielt, hast ein Tor geschossen, hast gegen Halle auch eine gute Leistung abgeliefert. Wie fühlst du dich aktuell? Aktuell fühle ich mich echt gut, echt fit. Jetzt am Wochenende nochmal 80 Minuten im Tank. Also im Moment kann ich mich nicht beklagen. Wir sind rausgekommen zum Aufwärmen vom Spiel und da hat man schon gespürt, dass heute was gehen kann. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt leider ausgeschieden, aber trotzdem, also mit den Fans im Rücken können wir diese Saison einiges schaffen. Nochmal zu dir, du hast gegen den HSV ein bisschen defensiver gespielt, gegen Halle offensiver. Zeichnet dich diese Flexibilität gerade so im Mittelfeld im Offensivbereich dann auch aus, sodass du der Mannschaft über die gesamte Saison gut weiterhelfen kannst? Ja, früher habe ich eigentlich nur als Stürmer, als Zehner gespielt. Jetzt in den letzten Jahren wurde es dann ein bisschen variabler. Habe schon links außen gespielt, rechts außen gespielt, Stürmer, Zehner. Also natürlich, wenn ein Spieler variabel ist, ist es natürlich auch für den Trainer ein bisschen einfacher, mit ihm zu planen, auf welchen Positionen er spielen kann. Allerdings fühle ich mich, was das Offensiv, die Offensivposition angeht, fühle ich mich da auf jeder Position wohl. Egal, wo du am Sonntag aufläufst, wir spielen gegen Erzgebirge Aue, haben da das letzte Aufeinandertreffen an der Hafenstraße gehabt, war auch ein Flutlichtspiel, ein Abendspiel, das war unser erster Saisonsieg. Ist das ein gutes Omen jetzt für Sonntag? Ich denke schon, also natürlich, wir haben jetzt ein Heimspiel zu Hause gehabt, die Atmosphäre war unglaublich. Jetzt am Sonntag haben wir das nächste Heimspiel, auch Flutlicht, also mit den Fans im Rücken und derselben Leistung wie gegen Hamburg, denke ich, dass wir auch da punkten werden. Beim Heimspiel warst du leider noch nicht bei uns, aber im Rückspiel, wie erinnerst du dich an den Gegner zurück oder was erwartest du für den Gegner, besser gesagt? Ja, wenn ich an das Spiel zurückdenke, war die Elfmetersituation war ein bisschen glücklich für Aue, was natürlich im Nachhinein kein Elfmeter war. Nichtsdestotrotz sind wir dann in der zweiten Halbzeit mit einem ganz anderen Gesicht aufgetreten, haben das Spiel dann dominiert, 2-1-Treffer noch gemacht, aber am Ende sind wir mit 0 Punkten nach Hause gefahren. Deswegen denke ich, am Sonntag gibt es eine kleine Revanche. Wir versuchen, die 3 Punkte hier zu lassen und ein gutes Spiel abzuliefern. Torben, eine letzte Frage. Wir haben eingangs darüber gesprochen, über unsere Leistung gegen Halle und Hamburg, wo wir gezeigt haben, was wir können. Beide Male standen wir aber am Ende mit leeren Händen da. Was müssen wir jetzt tun, damit sich das ändert, damit wir gegen Aue erfolgreich sind? Das ist ganz einfach, die Effektivität vom Tor nutzen. Also wir müssen wirklich die Chancen, die wir bekommen, müssen wir auch nutzen. Wir müssen versuchen, hinten defensiv die Null zu halten und nach vorne einfach, wie gegen Hamburg und gegen Halle auch, Chancen herausspielen, um dann im Endeffekt Tore zu erzielen. So gehen wir es an. Danke, Torben. Bitte.